Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, wir sind mit Clementine in die Scheune geflohen, wo James damals die Beißer noch drin hatte. Und ja, leider sind die Zombies jetzt trotz unserer Bemühungen in die Scheune reingekommen. Und jetzt muss AJ versuchen, Clementine zu beschützen. Und werden wir das schaffen? Das erfahrt ihr jetzt. Alter, ich hab E gedrückt. Willst du mich verarschen? Schon wieder. Es ist immer so. Kuh. Aber jetzt erwischt uns der daneben, wa? Na, meine Maus. Killskill. AJ, du kannst es schaffen. Ey, Mann, wir waren doch schon in der Tür. Ja, sag ich doch. Alter, die Tür ist schwer. Ich gebe mir Mühe. Die Tür ist aber so schwer. Ich kann es schaffen. Oh, super, AJ. Und es gibt echt keinen Heuboden. AJ, du bist klasse. Gute Arbeit, AJ. Du hast es geschafft. Okay, die sieht doch schon fertig aus. Und jetzt? Du musst einen Weg hier rausfinden. Da können wir hochklettern. Da kommen die Monster nicht dran. Los. Cool. Es ist leicht. Komm schon. Oh, die sieht schon aus wie bei Lee. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Oh, die kriegt schon. Ich brauche dich. Tut mir leid, Kleiner. Manchmal passieren solche Sachen eben. Aber dir sollte es nicht passieren. Mein kleiner Schlawiner. Ich heiße Alvin Junior. Du wirst immer mein Schlawiner sein. Hey, sieh mich an. AJ, bitte. Du bist so süß. Was hatte ich nur für Glück? Erwischt. Bitte, sei jetzt nicht albern. Nicht jetzt. Bitte. Ich wollte nur ein Lächeln sehen. Ein letztes Mal. Sag das nicht. Bitte. Sag das nicht. Ich muss sicher gehen, dass du dich erinnerst. Woran denn? Die Regel. Was ist die erste Regel? Wir machen nichts allein. Dann kann ich nicht gehen. Nicht ohne dich. AJ. Das ist deine Regel. Du wirst nicht allein sein. Nicht lange. Geh zurück zur Schule. Ich weiß nicht wie. Weißt du wohl. Eine der ersten Sachen, die ich dir gezeigt habe. Du musst dafür sorgen, dass sie dich nicht riechen. Der saftige Beißer wartet darauf, ausgeweidet zu werden. Schnapp dir die Axt. Du weißt, was du tun musst. Schon ein bisschen traurig.
Nächste Regel. Was tun wir, wenn die Monster kommen? Wir laufen. AJ. Wir schießen ihnen in den Kopf. Hast du noch Munition? Wir haben keine mehr. Nimm die Knarre trotzdem mit. Scheiße. Und die letzte Regel. Ich will hier bleiben. Bei dir. Ich weiß, was passiert. Es ist mir egal. Ich will nicht gehen. Ich will nur neben dir sitzen und hier bleiben. Wie das Monsterpaar. Damals am Bahnhof. Selbst wenn jemand uns später tötet. Nein, wir sitzen nur. Du sollst kein Monster werden. Eine ganz lange Zeit. Bitte. Lebe für mich, AJ. Lass mich bleiben. Das geht leider nicht. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du musst zu deinem Zimmer zurückkehren. In deinem Bett schlafen. Freunde haben. Und groß werden. Hoffentlich größer, als ich es je war. Du musst leben, AJ. Für mich. Das ist jetzt deine Aufgabe. Okay, Clem. Das ist meine Aufgabe. Letzte Regel. Nein! Was tun wir, wenn ich gebissen werde? Oh, ich will's nicht tun. Muss ich es laut sagen? Na schön. Lauf, geh bitte. Geh. AJ, bitte geh. Geh einfach. Ich will nicht, dass du ein Monster wirst. Ich auch nicht, aber ich will auch nicht, dass du mich töten musst. Es geht nicht anders. Ich will nicht, dass AJ Clementine töten muss. Nein. Der hat das Bein abgeschlagen, oder? Weil das war recht tief, also sah jedenfalls tief aus. Was hat er getan? AJ? Ich bin maximal verwirrt. Was ist hier los? Jesus? Hä? Traum? AJ, ich komme. Hä? Was geht hier ab? Schau mal, cool. Das sieht nice aus. Ach, das war auch das Pferd auf dem Flur, wa? Gedanklich jedenfalls. In ihrem letzten Traum. Finde AJ. Ich muss den nicht mal hinrichten, wa? Guck mal, ob ich das nachher bereue.
Alter, was ist denn hier los, ey? Bitte. Bitte. Bitte töte mich. Wo sind die Kinder? Es tut so weh. Mann, es tut so weh. Dann sag mir, wo das AJ ist, dann erlöse ich dich. Töte mich. Gott, was ist denn hier passiert, ey? Ist das jetzt... Das muss ja ein Traum sein, ey. Noch jemand? Du dummes Arschloch! Du hast mich getan! Keine Angst. Sag mir, wo die Kinder sind. Na gut, na gut. Da lang. Da ist eine Kinderkrippe. Aber ich lasse euch Wilde kein Kind entführen! Was, euch Wilde? Wie wir, wie die Wilden. Wenn wir die AK nicht mitnehmen, nimm die AK mit, Mann. Wenn wir da lang müssen, gehen wir erstmal hier lang. War natürlich klar. Aber man kann es ja mal versuchen und mal gucken gehen wenigstens, ob da vielleicht doch nochmal irgendwas ist. Guck mal, wir könnten das Messer mitnehmen, wir könnten seine Muni mitnehmen, wir könnten die AK mitnehmen und ganz ehrlich, wenn du eine AK haben kannst, ja? Oder anders gesagt, eine Kalaschnikow, wer nimmt denn die nicht mit? Alter, selbst wenn du bloß ein Magazin hast, aber du hast ein Magazin. Das ist das Auto, was wir zerlegt haben, wa? Wollen wir hier mal die Mucke ausmachen? Das lockt ja noch Beißer an. Denke ich jedenfalls. Okay. Muss mal gucken. Okay, hier können wir nicht holen. Kinders? Wo seid denn ihr? Mir leid. So leid. Keine Bange. Wir gehen bald. Muss mir nur noch ein paar Sachen schnappen. Ich wollte gerade um die Ecke gucken. Noch? Nein! Das lasse ich nicht zu. Oh oh. Aber das Ding ist, hätte ich jetzt nicht geschossen, wäre ich drauf gegangen. Ist das so, wie wir AJ dann wiederbekommen haben? Nee, ne? Bin verwirrt. Okay. Der Schlüssel noch? Aber ich will was gucken. Gibt es hier noch irgendwas anderes, bevor ich... Ich will jetzt nicht sagen, dass es hinüber ist, aber das sieht nach Aua aus. Das sieht doch gleich noch was. Hey, AJ. AJ. Ich bin's, Clem. Weißer? Nee. Hey, AJ. Komm. Komm, lass uns den Teddy mitnehmen noch.
Alter, traumatisiert fürs ganze Leben, ey. Verschwinden wir von ihr, okay? Kann ich den Teddy noch mitnehmen? Okay, darf ich nicht. Haben wir ihn so damals wiederbekommen? Bestimmt die Erinnerung einfach. Okay, wohin jetzt? Zurück nach Richmond geht nicht. Das ganze Gebiet ist eine Kriegszone. Gehen? Ja, wir müssen gehen, AJ. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Aber es ist okay. Wir sind Überlebende. Und die erste Regel fürs Überleben ist: Wir machen nichts allein. Wir machen nichts allein. Clem? Ja, ganz genau. AJ? Ich hab dich echt vermisst. So sehr. Ich weiß, was zu tun ist. Wir suchen uns ein neues Zuhause. Zusammen. Und ich lass dich nie wieder allein. Ghetto-Faust drauf? Ghetto-Faust drauf. Naja, so ähnlich. Okay, ist das schön gewachsen. Rosie! Unsere Gute. Ja, feines Mädchen, ja, fein. Wer ist eine Hübsche? Was? Bewege deine Maus und drücke, um Auswahl zu treffen. Ich wünschte, Hunde könnten sprechen. Sie macht sich über mich lustig. Sie ist ein braver Hund. Ich mag es, einen Hund zu haben. Sie ist ein braver Hund. Wer
ist ein braver Hund. Du, Rosie. Ja, bist du knuffig. Der beste Hund der Welt. Ja. Für dich fange ich noch ein extra Fischchen. Warte. Habe ich. Bam, bam. Ja, bam, bam. Na bitte. Na, guck mal in der Show, wa? Braves Mädchen. Ich bringe jetzt den Speer weg. Bleib hier und halt Wache. Aber nicht den Fisch essen, Rosie. Ach, jetzt darf ich. Lege den Speer weg, betrachte Wanne. Dann nochmal gucken. Das ist kein guter Ort zum Schlafen. Nee. Ja, vor allem nicht so offen. Keine Tarnung, keine Nischt. Oh, was steht denn da? Schnaps? Was steht denn hier? Betrachtete Flaschen. Nicht gut. Nee. Alles alle war. Hm. Hab ich mir schon fast gedacht. Guck mal, hier ist immer noch die Eintopferde. Ich soll zu Willy davon erzählen, falls sie mir Bomben brauchen. Oh yeah. Ich würde sagen, hier komme ich, glaube ich, nicht durch. Nope. Was denn? Habe ich den beim ersten Mal übersehen? Hm. Ja, dann ist ja gut, dass wir mit AJ nochmal hier waren. Jetzt habe ich noch einen... Oh, was ist denn da? Langsam wird's kalt. Nächstes Mal bringe ich Stöcke und so. Wenn man sich da ein bisschen aufwärmt, nicht? Ja, dann stellen wir den Speer zurück. Da ist ja noch einer. Gehen wir mal wieder raus zu Rosie. Oh fuck, ich höre sie schon. Oder war das die Tür? Rosie, bleib hier. Hinter dir ist... Achso. Hey, ich weiß. Ten? Hey, AJ. Hey. Alle dachten, du wärst tot, weil, naja, du bist. Nein. Nett ausgedrückt. Mir geht's gut. Gut. Tut mir leid wegen Violet. Sorry, dass ich nicht auf dich oder Clem gehört habe. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich immer Fehler mache. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe lange darüber nachgedacht und war unentschlossen. Dann habe ich mich entschieden, dir zu vergeben. Ich hatte Angst, dass du wütend bist. Ich hatte Angst, weil du, naja, du bist. Gute Antwort. Wahrscheinlich das an dem Trauma, das du hast. Clem hat's mir gesagt. Wir müssen einen Doktor finden, der dir hilft. Ich glaube, wir finden nie einen Doktor. Ich glaube, sie sind alle tot. Das heißt also, dass ich immer Fehler machen werde? Ja, wahrscheinlich immer. Oh, hey. Die habe ich unten am Fluss gefunden. Sorry, dass sie nass ist. Ich dachte, danke. Die hättest du gern zurück. Ja, hätte ich. Du solltest sie tragen. Nein, die passt nicht zu meinen Haaren. Ha! Dann schneid sie dir kurz. Aber aufheben bitte, nicht wegschmeißen. AJ. Warum bist du erst jetzt zurückgekommen? Erst habe ich mich geschämt. Also folgte ich lange dem Fluss und dachte nach. Über Minnie und... Ja?
Ich habe ihre Leichen gefunden. Ich konnte sehen, was die Beißer ihnen angetan haben. Es waren nur noch Knochen und so. Verwest. Ich konnte erkennen, wer sie waren. An ihrer Kleidung, meine ich. Aber ihre Gesichter. Sie sahen nicht mehr aus wie sie. Das ist echt traurig und echt eklig. Irgendwie schon. Irgendwie? Naja, wenn ich jetzt darüber rede, weiß ich das. Aber als ich da war, war es nicht so. Weißt du, was naiv bedeutet? Nein, das hat Kim mir nie beigebracht. Erinnerst du dich an meine Zeichnung für dich, an dem Abend, als Brody starb? Mit dem Haus und den Beißern und meinen Schwestern und mir? Ich erinnere mich. Du meintest, manchmal malst du, was die Beißer mit ihnen gemacht haben. Wir haben sie an unsere Wand gehängt. Du hast mich gezeichnet. Und Clem. Naiv bedeutet, dass du etwas denkst, weil du nicht weißt, wie es wirklich ist. Als ich Minis Leiche sah und was die Beißer mit ihr gemacht hatten, da wusste ich, dass die Zeichnungen albern waren. Das Haus wird es nie geben. Ich sehe meine Schwester nie wieder. Realität ist nur, wenn wir am Leben sind. Ich glaube, ich weiß gar nichts über die Welt, AJ. Du aber schon. Kannst du mir beibringen, wie du zu sein? Oh Gott, sei nicht wie ich. So wie ich bin, mache ich nur ständig Probleme. Ich will nicht der Grund sein, dass jemand stirbt. Nie wieder. Ich gehe immer an alles falsch ran, glaube ich. Du dagegen rettest Leute. Ich kann dir beibringen, was ich weiß, aber... Ich erzähle dir alles, was ich weiß. Erste Regel, wir machen nichts allein. Es wird spät. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Bald gibt's Abendessen. Die Fische? Sie? Gott sei Dank. Hey, Ruby. Wir müssen dich nach Hause bringen. Mann, ich habe so einen Hunger. Glaube ich. Kommst du mit? Wow. Du hast sie gefunden? Wie? Dann war's. Geht jetzt schon mal. Ich komme nach. Ich komme klar. Gehen wir nach Hause? War der Fisch? Gehen wir nach Hause. Der Fisch! Vergiss den Eimer nicht. Ah, sehr gut. Alter, ist das ein Bulle von Hund, ey. Geil, sowas gefällt mir. Schön, endlich wieder zurück. Aber leider ohne Clementine, ohne Violet. Ach, guck mal, die beiden da vorne haben sich gefunden.
Hey, Azim. Tja, wir haben eine neue Chance. Vielleicht etwas aufzubauen. Hey, Willy, was geht? Rosie, komm, mein kleines Schnuckelchen. Was machst du denn da, Schlawine? Doch, Bein abgeschnitten. Ich hab's doch gewusst. Ich habe es gewusst. Da ist er. Oh. Vorsichtig. Du bist auf dem Bein. Du läufst. Gott sei Dank. Und du hast Arme aus Holz. Nenn mich Captain Clem. Ich habe deine Kappe gefunden. Naja, Tin hat sie gefunden. Und mir gegeben. Sie war im Fluss, ist noch nass. Die sah auch schon mal besser aus. Na und? Weißt du was? Behalt sie, wenn du willst. Ich leg sie in unser Zimmer. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Komm was? Mit. Ich will dir was zeigen. Ich komme. Und? Was ja. Wie auf dem Bauernhof. Für mich? Ja, Willy hat geholfen, sie zusammenzubauen. Komm schon, ich schub's dich an. Ich fliege! Aber sowas von. Hör! Ich versuche es ja. Essen ist fertig. Kommt und holt euch. Du bist die Beste, Clem. Mal ein bisschen Kind sein. Es wird kalt. Los, lass uns essen. Wir kommen. Violett. Texas 2, genau. Thank you.
Männlich! Ruby, das ist eklig. Vom Besten gelernt, Clips. Was war das denn? Da hat irgendwer fast einen Asthmaanfall gekriegt beim Lachen hier. Nachschlag bitte. Schon? Hast du was geschmeckt? Ja, der hätte auch die Hälfte weggeschossen, und zwar in dein Gesicht. Idiot. Hey Ten, willst du üben? Ich zeig dir, wie man die Waffe benutzt. Okay. Da kommen die Kugeln rein. Wenn man eine Kugel benutzt, kommt gleich die nächste in die Kammer. Das mit dem Kopfschuss weißt du, oder? Ja. So viel weiß ich auch. Alles klar. Wollte nur sicher gehen. Ich bin echt müde, Kleiner. Können wir reden, bevor ich schlafen gehe? Klar. Hab dich. Tut mir leid. Schon gut. Ich starre auch manchmal drauf. Wären nur du und ich allein da draußen, weiß nicht, ob ich 2 Wochen überleben würde. Ich brauche die, wenn ich irgendwo hin will. Und falls wir flüchten müssen, wäre das echt übel. Wenigstens bist du kein Monster. Oder tot. Alles ist besser als das. Ja, ja. Vergiss das nicht. Daran wirst du mich bestimmt erinnern. Aber sowas von. Rosie, meine kleine Zuckerpuppe. Das alles hier. Es ist es wert. Ich denke auch. Jedes Mal, wenn du fragtest, ob wir ein Zuhause finden würden, konnte ich immer nur vielleicht sagen. Und jedes Mal verfinsterte sich deine Miene. Es war besser, als ja zu sagen und nicht zu belügen. Das habe ich mir eingeredet. Willst du wissen, was ich dir nicht gesagt habe? Ich hatte nie einen Plan. Ich wusste nie, wo es hingeht. Ich wusste nie irgendwas. Ich habe nur gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und gehofft, du merkst es nicht. Dass wir etwas finden, bevor du es bemerkst. Habe ich das gut gemacht? Klar. Besser geht nicht. Aber natürlich. Klar doch. Bist du irre? Vielleicht ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Ach, schön. In der Scheune hast du nicht auf mich gehört. Ja. Hättest du es, wäre ich jetzt tot. Und ich danke dir dafür. Ich hätte in der Höhle nicht sagen sollen, dass du nicht bereit bist. Du hast mir gezeigt, wie falsch ich da lag. Du musst jetzt für uns beide stark sein. Du hast mich stark gemacht. Also, danke. Für alles. Gern geschehen. Für alles.
Ist ja auch geil gemacht hier, als Abspann. The Walking Dead. The Telltale Series. The Final Season. Sieht geil aus. Ich will es nochmal so ein bisschen machen hier. Könnte das Thumbnail für diese Folge werden. Mit Skybound Entertainment bzw. Games. Rosie, komm rein. Ja, los, rein mit dir. Rein in die gute Stube. Noch gleich unter das Bett geschmissen. Ich frage mich, wer du mal warst. Das ist eine gute Frage. Kann er jetzt auch was malen hier? Ich weiß nicht, wie das geht. Ach, einfach machen. Learning by doing. Sieht aus wie Zeichnen für Profis. Na. Ich frage Clem danach. Nein, mach doch einfach. Mein Gott, warum muss man denn immer fragen? Einfach mal machen, probieren, testen. Er sieht nicht so aus, als würde er schmecken. Ach, Quatsch nicht. Da leck ich nicht dran. Hä? Bestimmt nicht. Was soll schon passieren? Immer noch gruselig. Ja, ein bisschen. Hast du schon recht. Wieso hat Clem so viele Schädel gesammelt? Weil sie es kann und du nichts dagegen tun kannst? Das ist wie Louis in der Kiste. Ist das nicht Jack aus der Kiste oder Jack aus der Box? Sieht so cool aus. Das Ding hat ja die. Das Ding magische Kräfte hat? Ja. Auf jeden Fall. Nee. Na doch, musst du bloß noch ein bisschen üben. Das wird schon klappen. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Er ist wirklich ein toller Künstler. Ja. Das muss man einfach aufhängen. Korrekt. Hast du auch gut gemacht, AJ. So habe ich Clem wohl beschützt. Aber auf jeden Fall. Gut gemacht, AJ. Sehr gut gemacht, AJ. Da können wir nichts mehr machen. Einmal noch das Zeug einfach durchgehen und dann... Du Glückspilz. Ja, die nächsten 1000 Jahre verwelkt das Ding schon mal nicht. Hallo, Elvin Junior. Kannst losgehen? Ich bin bereit. Bete, Bruder. Geiler Name. Disco Brokkoli. Du bist echt cool, Disco Brokkoli. Einfach der coolste. Selbst wenn ich könnte, würde ich dich nicht essen. Du bist zu krass. Clem hat uns nie erklärt, was Disco ist. Wie oft können wir den anklicken? Davon werde ich nur hungrig. Okay, warum können wir gerade den so oft anklicken? Oma wollte das nicht wieder. Er sagte, es hat ja nichts gebracht, oder? Ja, einmal machen wir Disco Brokkoli noch und dann... Warte. Kannst du da durchsehen? Sieht aus wie eine Brille, aber irgendwie kaputt. Er geht immer näher... Hä? Du hast bestimmt einiges miterlebt, was? Ob es dann Erfolg gibt, wenn wir jetzt das so lange durchklicken, bis es nicht mehr passiert? Okay, jetzt geht er schon weg. Ich
Habe Dinge gesehen, die würdet ihr nie glauben. Brennende Spielzeugflugzeuge über der McCarroll Ranch. Ich habe Dosenbohnen im Dunkeln glitzern sehen, an dem Bahnhof mit dem toten Paar, für das Clem mir die Schuld gibt. All diese Momente werden mit der Zeit vergehen, wie Tränen in Omas Eintopf. Zeit zu sterben, Marlin. Was ist mit Disco Brokkoli? Nein, ich dachte, wir können mit dem noch interagieren. So, fliegen. Hast du vielleicht Hunger? Auf Käfer? Oh yeah. So. Warte, das Ding noch und Rosie und dann... Los, Erickson! Sind wir durch. Ich weiß immer noch nicht, warum man das sagt. Na, zum Anfeuern. Das Team anfeuern. Rosie, du bist die Beste. Quatsch. Ach, sie süß. Ich mag die. Will da jemand rein? Ich komme. Immer gern. Und das war Episode 4. Zurück nach Hause. Ja, ganz ehrlich. Geil, weil eigentlich, also offiziell sind wir jetzt ja durch mit den Staffeln. Aber wie ihr wisst, ich habe ja noch die Staffel mit Michonne. Das war ja eine Zusatzstaffel. Die werden wir uns auf jeden Fall jetzt noch reinziehen danach. Aber vorher gehen wir alle meine epischen und fehlerfreien Entscheidungen durch, wie ihr wisst, ne? Wir gucken uns da einfach nochmal an. Weil du und 36% der Spieler sagten AJ, er sei noch nicht bereit, seine eigene Entscheidung zu treffen. 64% haben das natürlich anders entschieden. Du und 64% der Spieler ließen Violet die Schule selbst umbenennen. 10% der Spieler nannten sie Schule zusammen mit Violet Frieden, Freude, Pfannkuchen. 12% der Spieler nannten die Schule zusammen mit Violet verrottendes Drecksloch und 14% der Spieler nannten die Schule trotz Violets Protest Burg Violet. Du und 23% der Spieler haben AJ baten AJ zu gehen und dich einen Beißer werden zu lassen. 77% der Spieler baten AJ, dich zu töten, bevor du ein Beißer wirst. Das Ding ist, hätte er uns getötet, das würde mich mal interessieren und ich glaube auch, er hätte es nicht getan. Er hätte es genau gemacht, wie jetzt auch, dass uns das Bein abgeschlagen hätte. Du und 89% der Spieler stimmten zu, Tem beizubringen, wie du zu sein. 11% der Spieler weigerten sich, Tem beizubringen, wie er... Du, ich finde, er muss sich trotzdem, Tem muss sich trotzdem in irgendeiner Art und Weise verteidigen können, finde ich. Auch wenn AJ jetzt nicht gerade das Paradebeispiel für Empathie ist, aber... Er weiß durch Clementine, wie man auf eine Art und Weise überleben kann, was denn vielleicht auch ganz gut täte. Ja, das sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Lily ist tot. Lily hat gehofft, sie könnte dich für ihre Sache gewinnen. Sie erkannte mit der Zeit AJs Potenzial als Soldat. Du und 52% der Spieler ließen James hin und hergerissen zurück. James war dankbar, dass du seine Wünsche respektierst und die Beißer verschont hast. James war ermutigt, als du sagtest, dass vielleicht mehr an Beißern dran ist. James hatte gehofft, du würdest auf seine Bedenken über AJ hören. Oh Gott, das ist das Schlimmste mit der Tod von Violet. Violet war außer sich, als du ihr deine Gefühle gestanden hast. Sie gierte nach Rache, nachdem sie
mit ansah, wie die Plünderer Louis fortschleppten. Violet fühlte sich von dir verstanden, nachdem sie den Grund für ihre Anwesenheit in der Akademie da wahrscheinlich erklärte. Du und 85% der Spieler ließen Louis aufgewühlt zurück. Genau, das hatten wir schon mal. Louis fühlt sich ermutigt, dass du lieber Zeit in Violet Erz mit ihm verbringen wolltest. Er war nach seiner Entführung traumatisiert. Naja, ganz ehrlich, wenn dir die Zunge rausgeschnitten wird, ganz ehrlich, wärst du nicht traumatisiert. Du und 89% der Spieler ließen Ten reumütig. Ten war glücklich, dass er dich in sein Bildnis des Jenseits malen durfte. Er war verbittert, als du Marlon ein Feigling nanntest. Ten empfand Hoffnung, weil du seine Ansicht teilst. Das Beißer-Zeitalter endet irgendwann. Ja, wenn wir alle ausgerottet haben. Ah, wir haben wieder eins vergessen. Oh, wir hätten die Maske noch mitnehmen können aus der Höhle. Mann, das wär's doch gewesen. Ten hat es mir erklärt. Wenn du einen Ort betrittst, musst du zuallererst alle Fenster überprüfen. Ziel immer auf den Kopf, ich betone bei Zombies. Musst du dich entschuldigen, solltest du ehrlich sein, auch dann, wenn es schwerfällt. Es ist besser, beim Essen nicht zu rülpsen oder zu furzen. Warum rülpst und furzt ihr nicht? Hattest du nicht geschmeckt? Manchmal geht es in Ordnung, anderen Leuten ihre Sachen wegzunehmen. Nein, geht es nicht. Nur wenn sie tot sind, dann kannst du looten. Wenn dich Leute bestehlen wollen, dann kannst du sie umbringen. Das widerspricht sich so ein bisschen hier. Im Bett zu schlafen ist so viel bequemer, als auf dem Boden zu schlafen. Ich hätte Marlon nicht töten dürfen, weil er keine Bedrohung mehr war, nachdem ich ihn angeschossen hatte. Aber Lily, falls du für etwas Buße tun musst, ist das schwer. Aber irgendwann vergibt man dir. Hast du Angst? Dann sagt der Angst einfach, verpiss dich! Clem hat es mir erklärt. Die Monster werden nicht für immer da sein. Töten ist nie leicht oder spaßig. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Manchmal muss man auch bei bösen Menschen Gnade walten lassen. Ärzte können dir bei deinen Trauma helfen, aber die sind ja alle tot. In den Beißern steckt vielleicht noch etwas Menschlichkeit, aber das werden wir wohl nie herausfinden. Hör auf, Cartoons zu glotzen, wenn deine Oma stirbt. Das sollte man tun. Rettungsdienst rufen wäre ganz geil. Selbst die dich schon immer geliebt haben, vertrauen dir vielleicht nicht bei wichtigen Dingen. Oh. Und das kann dich lähmen. Deine Entscheidung, Folge 1. Ach, hier hast du nochmal alle Entscheidungen. Okay. Sonst muss noch mal sehen können hier. Entscheidung Folge 2, Big in Love. Wir hätten noch nebeneinander sitzen können. Ach, wir hätten sonst hier... warte, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Warte mal, hier war... Ja, genau. Okay, also ich hätte entweder mit denen oder mit dem mitnehmen können. Hier hätten wir schubsen können, okay. Ich wollte hier bloß noch mal gucken. Hier. Ach, siehst du, hätte ich dem wahrscheinlich gesagt, mit Kopfschießen hätte er Marlon bloß in die Schulter geschossen. Ungünstig. begraben. Ach so. Hätten wir auch hängen lassen können, die Lehrerin wahrscheinlich. Ach genau, und hier hätten wir mit Louis zusammenkommen können. Genau, hier hätten wir sie gerettet. Zombie werden lassen haben wir nicht. Wir haben Fallen genutzt, genau. Oh, hier, jetzt bin ich gespannt. Alter, wir hätten Ten erschossen? Oh, na bloß gut ist es so ausgegangen. Und hier war, bla bla. Hier hätte er nicht, ach genau, das wäre die andere Entscheidung gewesen. Hätten wir nämlich auf Ten geschossen. Alter, das, nee. Ganz, ganz evil wäre das gewesen. Oder, echt, er hätte auch gebissen werden können? Okay, krass. Oh, Leute, da war es vorbei. Da ist das Spiel gleich rausgegangen. Frag mich nicht warum, aber wir waren jetzt im Endeffekt wahrscheinlich am Ende.
Ja, Leute. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie hat das Spiel euch gefallen? Das würde mich echt mal interessieren. Habt ihr Bock, es selber zu spielen? Gucken, wie ihr mit euren Entscheidungen zurechtkommt. Ja, weil ich muss sagen, ich fand's geil. Und ich bin froh, dass ich es früher noch nicht gezockt habe, sondern jetzt echt mit euch komplett zusammen durchzocken konnte. Wie gesagt, ich habe auch noch die Staffel mit jetzt fällt mir der Name nicht ein, Michonne, ne? Die werden wir uns gemeinsam auch noch reinziehen. Wird natürlich gleich danach dann auch die Tage jetzt so weitergehen mit Michonne. Ja, also mir hat's gefallen, ich fand's geil, es war geil inszeniert, es war teilweise richtig gut gemacht, auch auf der emotionalen Seite, dass man mitgefiebert hat und traurig war, wenn irgendwelche Charaktere gestorben sind. Ja, geil, einfach nur geil. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Kommentare sind immer gut. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann lasst doch bitte ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Folgen mehr und ihr unterstützt, wie gesagt, meinen Kanal. Ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.